King of Retail, meine Lieben. Das ist mal ein Game, Alter, was so richtig schön den Händler in einem triggert, Alter. Und es macht richtig übelst Bock. Ich habe mich da schon stundenlang drin verirrt in dem Game. Man kann verschiedenste Arten von Shops erstellen. Und ich würde sagen, wir starten mal einen neuen. So, ihr Lieben, weiter geht's hier mal mit einem neuen Projekt hier. King of Retail heißt das Ganze. Wahnsinnig komplex, das Teil. Viele Bereiche, die das letzte Handelsgame überhaupt nicht abdeckt. Wie gesagt, mit Personalplanung, mit Mindestbestandspflege, was nicht alles. Und dazu gibt es noch die Möglichkeit, einen ganzen Konzern zu leihen. Also noch ganz anderes, eine ganz andere Art und Weise, das zu spielen. Wir starten jetzt erst einmal mit der Basisvariante. Wir erstellen uns einen neuen Manager und nennen wir einfach Feierabend. Nennen wir hier einfach irgendwie so ein Typi mit einer wilden Frisur, Alten. Bisschen rotwangig, jawohl. Das passt doch. Erstellen. Damit sind wir zufrieden. Und dann geht's eben los. Dann hat man schon die Auswahl. Nimmt man jetzt hier diesen Kampagnenmodus oder eben den Einladen-Modus. Und ich würde sagen, wir starten zunächst mit dem einzelnen Shop. Gucken da mal im Detail rein. Und starten erstmal damit. Neues Spiel. Und jetzt geht's auch schon los. Ganz viele Möglichkeiten, die man im Vorfeld schon einstellen kann. Man kann, soweit ich das gesehen habe, sogar das Design der Logos und sowas noch alles ändern, selbst kreieren, wenn man das kann. Also es ist schon ziemlich wild. Hier haben wir die Einteilung an der Seite. Wie setzt sich aus unserer Location, aus unserer Stadt, wie setzt sich die Bevölkerung zusammen? Also aus was für Typen, welche Kunden kommen zu uns oder möglicherweise zu uns? Welche Kundentypen? Stadtgröße kann man natürlich erstmal einstellen. Reichtum der Stadt wenig, mittel. Und dementsprechend ändern sich dann eben auch die Arbeiter, die Hipster, die Ökos aller, die Studenten, die Rentner. Und Berühmtheiten gibt es auch. Was ist das denn hier? Schickimicki? Holzschuh? Normaler Schuh? Schickimicki oder was? Wir machen Schickimicki. 4,3 Millionen, Alter, schön ein auf Schickimicki. Da können wir hier auch die edelsten Sachen verkaufen. Alter. Perfekt. So machen wir das. Nächstes. Ja, und jetzt geht's halt los. Was machen wir denn für einen Shop? Es gibt jetzt hier die Möglichkeiten. Wir können natürlich ganz einfach in einen Bekleidungsstil-Shop machen. Wir können hier Klamottis, wir können Schuhladen aufmachen. Das heißt, Hosen und Oberteile kann man mit reinmachen. Man kann Computer machen, Rechner, IT, Mobilgeräte und so hat alles. Lebensmittel, also wirklich von den Tiefkühlwaren bis Reinigungsmittel bis zum guten Stoffalgen. Natürlich dann hier auch bei den Getränken. Alles machbar. Ich würde sagen, im Stream machen wir ja gerade schon einen Getränke-Shop. Und damit wir da so ein bisschen gleichziehen, vielleicht macht das Sinn? Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt hier nochmal, wie man mit Lebensmitteln und mit Getränken startet. Wir hatten das sehr schön im Stream gemacht, beziehungsweise im Stream tatsächlich auch mit einigen Fails. Schwerpunkt war das Bier damals im Stream. Und damit hatte ich mich ein wenig verkalkuliert. Im Stream heißt das Ganze der gute Stoff. So. Der gute Stoff, Alter. So mog wie dat. So heißt der Laden. Was hatten wir denn für ein Logo, ey? Egal, nehmen wir erstmal das. Farbe machen wir so in Vino Veritas, Alter. So schön dunkles Rot. Logo einfärben, jawohl. Der gute Stoff.
Muss man hier nicht noch was? Jawohl, Hauptfarbe. Ist die jetzt schon gespeichert? Nee, habe ich nicht. Hauptfarbe wählen wir jetzt nochmal hier so ein schönes, dunkles Bordeaux-Rot. Die Farbe speichern wir auch. Und dann wählen wir die natürlich auch aus. Und als zweites machen wir einfach schön dunkel, schlicht, elegant. Oder man könnte auch so einen Grauton nehmen, ne? So ein Anthrazit. Nehmen wir das auch mal mit rein, speichern auch nochmal die Farbe. Dann haben wir jetzt hier schon mal zwei Farben. Das Zeichen oben können wir noch ändern. Machen wir einfach mal hier so. Jetzt haben wir ja hier schon Farben. Zack. Der gute Stoff, jawohl. Das lassen wir aber, glaube ich, einfach in weiß. Das muss schön leuchten. So, so lassen wir das. Und dann gehen wir damit jetzt mal rein. Beginnen wir das Ganze. Und ich würde sagen, über die Zeit, irgendwann, wenn wir hier soweit sind und dann vielleicht im Stream weitermachen, irgendwann wechseln wir vielleicht die Stores sozusagen. Irgendwann mache ich wahrscheinlich mit dem Store im Stream weiter, weil der natürlich schon recht weit ist oder hat schon ein paar Stunden Vorsprung. Und dann gehen wir da vielleicht nochmal oder machen dann mit dem weiter. Aber so fürs Reinkommen in das Game gucken wir uns das Ganze hier nochmal ein bisschen an. Das ganze Tutorial skippen wir einfach mal. Da wird einfach viel erzählt, was man machen muss und was man lassen sollte und so weiter. Das ist der Shop. Das hier ist unsere Area. Noch unbelebt. Das ändert sich allerdings, wenn wir dann gleich den Shop eröffnen. Und so sieht das Ganze aus. Man startet hier tatsächlich mit einem sehr kleinen Laden. Gar nicht viel Fläche. Und da, wo ich jetzt gerade vorhocke, das sind so die To-Dos am Anfang. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten an mit den Sachen, die unumgänglich sind. Und das wären dann zum Beispiel, gehen wir mal hier drauf, Einrichtung, Büro, da ist er. Das ist dieser Computertisch, der Marketingtisch, den müssen wir hinten noch irgendwie ins kleine Büro stellen. Da können nämlich dann gegebenenfalls auch Mitarbeiter oder man selbst kann man Texte verfassen und so ein bisschen Marketing machen. Wir brauchen in jedem Fall eine Kasse. Da führt ja auch kein Weg dran vorbei. Und für den Anfang würde ich sagen, nehmen wir erstmal ein günstiges Produkt. Nehmen natürlich hier gerne unsere gespeicherten Farben. Dass das auch alles schön einheitlich ist. Ja, kann man machen. Das Teil? Was ist das denn? Ist so ein. Ich nehme das Teil hier. So, genau, da ist nochmal eine andere Farbe dabei. Und dann sehen wir schon, wie viel Fläche das natürlich verbraucht. Und dazu kommt, dass das, sollen wir das hier hinstellen? Probieren wir mal. Zack. So, kann man hier schön stehen. Und da stand dran, diese Kasse, da können sich drei Leute gleichzeitig anstellen. Also die Schlange kann da nicht so riesig groß sein. Muss man halt zwischendurch mal ein bisschen drauf achten, ob das alles passt. Kaufen Sie Displays, Artikel bestellen, besorgen Sie Lagereinheiten und Liefereinheiten. Das ist das nächst Wichtige und das ist auch wirklich sehr entscheidend. Liefereinheiten, am Anfang muss man wirklich ein bisschen sparsam sein. Paletten, Europaletten, da passen 30 Artikel drauf. 30 Artikel ist nicht wirklich viel und wenn du jetzt sagst, alles klar, ich bestelle einfach mal 30 Kisten Bier zum Beispiel, damit wir hier gleich unsere Bude schön ans Laufen kriegen, dann ist das vielleicht ein bisschen viel, 30 Kisten, weil hier wird jede Flasche einzeln gezählt. Von daher muss man da wirklich ein bisschen aufpassen. 30, 60, das ist nicht so viel. Und deswegen nehme ich direkt zwei Paletten und ich nehme auch zwei, wie viel passt hier rein? 60 zu 650, das ist aber, dann nehme ich natürlich erstmal das, nimmt natürlich mehr Platz weg. Wir nehmen die Basics, 1, 20, was habe ich hier jetzt stehen? 60 habe ich, ne? 2, passt nicht, 3, so. Also, die Ware, die jetzt hier kommen, 60 Einheiten, können hier auf die insgesamt 60 Lagerregale dann auch ausgepackt werden später.
Das haben wir jetzt also auch abgehakt. Dann müssen wir jetzt loslegen und bestellen. Beziehungsweise wir brauchen natürlich auch Regale. Wir haben noch 2400 Ocken. Ein bisschen Kohle haben wir noch. Das Ganze ist praktischerweise auf Euro eingestellt. Das sind so Sachen, die kann man vorher im Game einstellen. Sonst hat man da so eine fiktive Währung, die da ins Unermessliche hochschießt. Und dann gucken wir auch mal rein. Das und das haben wir jetzt alles. Perfekt. Dann gehen wir jetzt hier unten auf das Warenzeichen. Artikel, Artikel bestellen. Auch hier wieder viel Übersicht. Bestellverläufe und was nicht alles. Aber wir gehen natürlich erstmal ins Artikel finden. Lebensmittel haben wir jetzt. Und wenn wir hier mal reingucken, dann haben wir hier einmal Konserven und Reiniger. Dann haben wir hier gekühlte Lebensmittel und Frucht. Kann man auch sehr, sehr cool machen. Und dann kommen wir hier natürlich in den Bereich Getränke. Also das muss man vorher einstellen. Wenn man hier zum Beispiel auch noch eingestellt hat, dass man gerne Computer drin haben möchte, dann würde hier in der Auswahl natürlich auch noch Computer drin stehen. Oder man mag halt einfach alles an und macht so einen riesen Universal-Store oder sowas. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, ne? Mit Klamotten und mit Bananen und mit iPads aller. So, was haben wir denn jetzt? Wir könnten mit Wein anfangen. Mit Likörchen, Alten. Immer schön den harten Stoff. Mit Bier oder mit Limo? Eigentlich habe ich beim letzten Mal mit Bier angefangen und ich habe noch nie mit Limonade angefangen. Vielleicht sollte ich einfach mal alkoholfrei anfangen, oder? Wir haben jetzt hier, wie viele Sorten haben wir? 1, 2, das ist aber viel. 4, 5, 6, 7, 8. Ne, das ist wieder eine neue. 1, 2, 3, 4 passen hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind wieder 4. Das sind 5, 4. Die Frage ist immer, wie viel passt ins Regal? Und ich würde sagen, wir gucken mal eben nach Regalen. Und zwar hier unter, ne, hier Anzeige, Lebensmittel, Getränke, Limonade. Getränke allgemein haben eigentlich überall die gleichen Regaltypen. Ich nehme am Anfang mal die etwas günstigere Variante. 1, 2, 3, 4 Böden. 4 Böden. Passt das hier auch rein? Passt, glaube ich, auch rein. 4 Böden. Ich nehme mal das Teil hier. Diese Gitter, die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Zumal man die eben auch ein bisschen... Naja, man kann sie halt eben auch so ein bisschen schräg irgendwo noch hinstellen oder aneinander rücken an Rücken. Ich fange einfach mal hier vorne an. Stell hier mal eine kleine Auswahl hin. 1, 2, 3 Stück. Und dann kann man hier ins Regal tatsächlich noch reingehen im Detail. Man kann die Böden einstellen. 4 Böden würden jetzt hier drin sein. Man muss die auch nicht alle 4 nehmen. Man kann auch sagen, ich möchte gerne eins weniger haben. Und die dann dafür ein bisschen weiter auseinanderziehen. Und so weiter. Das kann man alles einstellen. Super gemacht. Also wirklich sehr gut durchdacht das Ganze. Und dann machen wir jetzt aber erstmal hier von Anfang alles voll. Und dann muss ich gleich mal gucken, wie viel Ware bekomme ich. Das muss ich jetzt so ein bisschen die Waage halten. Wie viel Ware kriege ich rein in die Regale? Und wie viel Regale kann ich mir noch leisten? Jetzt haben wir nur noch 2000. Ich glaube, ich gucke noch mal. So ein paar Regale mehr wäre nicht schlecht. Dann machen wir hier ein Regal. 1, 2, 3. Dann machen wir hier einfach so ein bisschen einen Abschluss. Die Leute müssen ja nicht überall rumrennen, wenn der Laden so klein ist. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wobei, dann können wir natürlich auch Rücken an Rücken machen. So, ich habe das mal alles hier so ein bisschen schneller und alles schnell aufgebaut hier. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir hier einige Regale stehen. Jetzt haben wir noch 1200 Ocken und ich würde sagen, wir bestellen erstmal. Wir bestellen erstmal Getränke und da ich mit Limonaden noch nie angefangen habe, beziehungsweise sie auch noch nie gekauft habe, bestellen wir erstmal Limonaden. Sie sind auch äußerst billig, muss ich ja echt sagen. Und ich glaube, ich ziehe einmal alles rein und guck mal, was das denn so kostet in Gänze. So, und die letzten zwei Artikel. Das heißt, wir haben 38 Sorten, 38 verschiedene Artikel insgesamt. Wenn wir jetzt von jeder...
Der Preis ist ja gar nichts, ne? Aber der Punkt ist, wenn wir jetzt von jeder Sorte schon 4 nehmen, sind wir natürlich 4, 8, sind wir schon bei knapp 150 oder sowas. Oder drüber. Und wir haben ja nur 60 Lagereinheiten. Andererseits können wir den Lieferanten auch einfach mehrfach kommen lassen. Ich stock das mal auf, erstmal auf 4. Nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber immer noch viel zu viel. Wir werden also Stück für Stück nur die Regale wahrscheinlich voll bekommen. Gucken wir nochmal eben rein, was kostet jetzt das Ganze. Jeden Artikel jetzt 4-mal bestellt. Das sind 300 Ocken. Ich erhöhe das Lager. Das sind 300 Ocken. Ich bestelle das jetzt. Zack, Artikel bestellt. Jetzt erhöhe ich dann nochmal das Lager, weil wir einfach so viele haben, ne? Und ich denke, dass die Artikel auch wahrscheinlich, also vermute ich einfach mal, dass sich das relativ schnell abverkaufen lässt. Kann ich das auch so machen? Perfekt. Warte mal. Aber das passt dann gleich nicht mehr, ne? Ne, da passt dann nicht noch eins. Okay, dann lassen wir das so, wie es ist. Wir können das auch nochmal umstellen hier alles. So. Also, wir haben jetzt hier 90 immerhin. Wir lassen mal die Lieferung ranschicken und befüllen einfach mal den Shop. Und da kommt er auch schon. Unser Lieferant hat alle Hände voll zu tun. Nee, dann nicht allen. Ja, genau. Der kennt sich hier noch nicht aus, Alter. Und jetzt haut er hier natürlich schön meine Paletten voll. Und ich fange schon direkt an, das alles auszupacken. Und da noch ein bisschen. Aber das wird natürlich nicht reichen. Ne? Jetzt geht er wieder weg mit der Hälfte. Ich packe erstmal eben hier alles aus. So, und damit ist das Limit erreicht. Das heißt, mehr können wir hier gerade nicht in unser Lager packen. Wir können ihn direkt nochmal liefern lassen. Der soll nochmal richtig schön voll machen. Und in der Zwischenzeit befüllen wir jetzt hier die Regale. Das heißt, wir gucken einfach mal, was passt hier von den Getränken rein. Das hier, da haben wir 4 Stück, eine Sorte. Die ballern wir einfach mal hier komplett rein. 1, 2, 3, 4. Und dann befüllen wir das Ganze auch. Ach, guck mal, von der einen Sorte hatten wir nur 2 Stück bekommen. Perfekt. Aber das sieht auch schon mal gut aus. 4, 5, 6 Stück, würde ich sagen, passen insgesamt rein. Machen wir erstmal eben die Regale voll. So, es sieht langsam aus wie ein richtiger Laden. Ich habe schon die 2. Lieferung hier bekommen. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter hier rein ins Detail. Jetzt haben wir ja hier noch ein bisschen mehr von diesen verschiedenen Sorten bekommen. Das ist hier diese Limo mit diesen Pünktchen an der Flasche dran. Suchen wir mal die gleiche Sorte, dass das so ein bisschen sortiert ist. Hier ist noch die gelbe Variante und noch die rote. Perfekt. Die füllen wir jetzt hier erst nochmal auf direkt. Blub, 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 blub. Alle pullen rein. Und hier hatte ich gesehen, da gibt es ja noch eine Sorte mehr. Das heißt, hier bin ich jetzt schon fast ein bisschen genatzt. Das sind nämlich die Limonaden mit den Streifen unten an der Flasche. Und davon gibt es noch diese Soda. Und da könnte man jetzt natürlich hier ins Detail gehen. 4 Stück habe ich davon. Und ich mache einfach mal 4 Stück am Rand. 1, 2, 3, 4. Siehste, dann haben wir das doch gelöst. Von jeder Sorte jetzt 4 Stück im Regal. Perfekt. So kann man dann natürlich auch am Regal hier die Varianten so ein bisschen mischen. So, das war's. Damit habe ich jetzt alles eingeräumt und das war der erste Tag und das ist jetzt quasi das Intro und damit geht es dann los, dass man sagt, okay, Tag beenden und rein in den Shop. Und dann geht es los, man guckt natürlich, wie viel Umsatz man gemacht hat an dem Tag. Das war jetzt natürlich
für den Start, kein Umsatz und gar nichts. Und wie das dann jetzt hier im Headquarter sozusagen weitergeht, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wenn du Bock hast auf diese Serie, lass ruhig einen Daumen da, gib ein paar Infos rein dazu. Vielleicht hast du das Game ja auch schon selbst gezockt. Ich habe da auch schon ein paar gute Feedbacks gehört von anderen, die da drinne waren. Lohnt sich auf jeden Fall. Guck's dir weiter mit an. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.